Hallo, mein Name ist Ben Wattara und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge von Mach es einfach und mach es einfach. Ich habe gerade eine Nachricht bekommen von Maximilian Schneider und ich lese sie mal ganz kurz vor, denn sie hat mich inspiriert für die heutige Folge. Und zwar sagt er: Hallo Ben, die Tage bin ich auf deinen Podcast gestoßen und habe mir gerade die Folge 13, Wie baue ich ein gutes Netzwerk auf, angehört und bin so beeindruckt gewesen, dass ich mir die Folge direkt nochmal anhören musste und dir sofort schreiben wollte. Die Idee in einem fremden in einer fremden Stadt oder Land einfach mit Leuten einen Kaffee trinken zu gehen und dir die, die Stadt zeigen zu lassen, ist so einfach und naheliegend, dass es viele, glaube ich, gar nicht in Erwägung ziehen. Wenn ich in einer fremden Stadt bin, laufe ich gerne einfach los, teilweise sogar mit dem Ziel, mich da zu verlaufen. Dadurch lerne ich die Stadt gleich besser kennen und komme auch an Orte, die man so vielleicht nicht gefunden hätte. Ich werde mir diese Folge zu Herzen nehmen und mir beim nächsten Mal in einer fremden Stadt es ähnlich machen wie du und mich mit Leuten connecten. Ja, und ähm, da hat er ja noch ein paar andere Sachen geschrieben, aber nicht mehr zu diesem Thema und ich möchte aber ganz kurz darauf eingehen, weil äh, das ist, was er gesagt hat, es ist so simpel und einfach, dass man es manchmal nicht in Erwägung zieht, ja, und es ist, es ist ähm, etwas, was ich gemacht habe, als ich Flugkurier war und für diejenigen, die das äh, nicht gehört haben, check. Folge 13: Wie baue ich ein gutes Netzwerk auf? <laughs> und, ähm, es ist ein Training. Es, ist, es war nicht nur ein Training, ein Netzwerk aufzubauen. Es ist ein Training, für sich selbst erstmal äh, einen, Kreis, einen neuen Kreis aufzumachen, äh, seine Komfortzone zu verlassen. Ich war damals sehr introvertiert und hatte immer noch diese Tendenz, ein Introvert zu sein. Es ist, wenn ich irgendwo war, neu, nicht unbedingt der war, der auf andere Menschen zugegangen ist. Ich habe irgendwann gemerkt, dass einfach so viel mir dabei entgeht, wenn ich das nicht tue. Jedes Mal, wenn ich mir bewiesen habe, dass wenn ich mit einer fremden Person Kontakt hatte, mit Menschen gesprochen hatte, wo es positiv war, denn das Ding ist so, manchmal redest du mit einer fremden Person und hast ein Gespräch, was du nicht haben willst. Oder du merkst dann so, oh Mann, ey, hätte ich doch bloß nicht mit dieser Person ein Gespräch angefangen oder dass du irgendwie abgelehnt wirst von jemandem, dass du mit jemandem ein Gespräch sprechen willst und jemand ist einfach ein Arschloch und guckt dich an und sagt so, ja, ah, lass mich in Ruhe. So, und oft ist es so, dass man sich einfach die diese ähm, Momente unterbewusst ähm, vorstellt, wenn man jetzt eine fremde Person hat oder überhaupt dieses Szenario sich vorstellt. Das ist, heißt, dass man an seinen eigenen limitierenden Glaubenssätzen arbeitet weil es ist nicht die Realität. Wir blenden oft die positiven Momente aus oder wir nehmen sie für normal und die schmerzhaften Momente und die Sachen, die nicht so schön waren, die magnifizieren wir und sehen wir viel deutlicher und viel bewusster. Ja, das ist der erste Step. Wenn du jetzt introvertiert bist und nicht wirklich auf Menschen zugehst, dass du dir denkst, so, wenn ich jetzt sage, so, ja, wenn du in einem Café sitzt, spreche doch eine Person an und sagst, hey kann ich doch nicht einfach machen. Dann liegt irgendetwas darunter. Irgendein Gedanke, irgendeine Angst liegt darunter. Irgendeine Konditionierung liegt darunter. Die du gelernt hast. Ja? Man merkt es mit Menschen aus verschiedenen Kulturen, die gehen ganz anders ähm, mit sowas um, wie mit Energien. Zum Beispiel, wenn du in Afrika bist oder in Amerika bist oder Lateinamerika, sind Leute viel extrovertierter, als wenn du in Asien oder wenn ich sage Asien ist auch sehr weit gegriffen, aber wenn du zum Beispiel in Thailand bist, ist es anders als wenn du in Japan bist. Ja? Es gibt sehr viele verschiedene Verhaltensweisen, die wir gelernt haben in dieser Kultur, Sachen, die man macht, die man nicht macht und man versucht sich dann an diese Sachen zu halten. So lange oder hat das als Kind gar nicht, man hat gar nicht versucht, sich dran zu halten, man, ähm, man hat es einfach akzeptiert. ja das das, Man muss manchmal über diese Hürde gehen. Aber ich wollte nochmal auf diesen Aspekt äh, zu sprechen kommen, mit dem auf fremde Menschen zu gehen und ein Gespräch anzufangen oder fremde Menschen anschreiben, einfach so. Denn ich habe schon mehrmals Feedback dazu bekommen. Ja, und ähm, es, ist, es, es ist nicht etwas, was du nur machen kannst, wenn du reist. Ja, viele Leute sagen, ja, wenn ich dann irgendwann in ein fremdes Land gehe, dann mache ich das auch. Viele Leute sagen mir, ja, ich habe nicht Leute in meinem Umfeld, die mich unterstützen. Ja, irgendwie mit meinen Freunden, die gehen immer Party machen, aber ich habe keinen Bock, immer Party machen zu gehen. Oder ja, ich, ich will irgendwie einen neuen Lifestyle haben. Ich will fit werden, aber meine Freunde, die wollen nicht mitziehen. Ja, sehr oft hast du in deinem Kreis, ja, das ist so deine Komfortzone, in deiner Stadt, in äh, äh, den Orten, an denen du dich aufhältst. Leute, die du kennst. Und das ist deine Welt. Und wenn du die Welt bereist in ein neues Land gehst, verlässt du deine Stadt, dein Land und gehst irgendwo komplett Fremdes hin. Aber. Es ist so, dass wir in derselben Stadt, wo wir sind, es verschiedene Welten gibt, von denen wir überhaupt keine Ahnung haben, weil wir uns an bestimmten Orten nicht aufhalten und bestimmte Leute gar nicht kennen. Dass man, ich habe hier in Dubai zum Beispiel, ich bin ja jetzt seit fast sechs Jahren hier, komme ich immer wieder in diese Situation rein. Und ich habe das auch, als ich äh, davor in Köln gelebt habe, habe ich das versucht, da war ich, noch nicht, da war ich noch nicht so, habe ich diese Technik nicht so angewandt, weil das war so der Anfang, bevor ich so Flugkurier war. Aber danach, wo ich gemerkt habe, wie viele Benefits das gegeben hat und wie viele äh, Situationen entstanden sind dadurch, habe ich es mir angewohnt, dass ich zum Beispiel, ähm, es gibt hier so Coworking Spaces ja, oder so Cafés, wo du weißt, dass viele Leute immer arbeiten. Ähm, ist jedes Mal versuchen ein Gespräch, zu eröffnen, das Eis zu brechen. Wenn einer da sitzt, du sagst ja, aber der ist am Arbeiten, der will bestimmt nicht reden und so weiter. Wo weißt du das? Stell dir einfach eine Frage. Wenn du siehst, dass die Person gerade eine Pause macht, geh zu jemand rüber und sag so, hey, ich sehe dich hier mehrmals, so, also, das ist halt immer dieses, dieses, dieses komische Gefühl. Das ist kaltakquise. Ja, natürlich ist dieses, wenn man jetzt auf auf Facebook fragt so, ja, wer kennt irgendjemanden, der ähm, ja keine Ahnung, in der Stadt lebt und dann Freunde sagen dir, ja, der und der, ich stelle euch vor, dann ist es indirekt, ja, das ist dann schon sein aufgewärmter Kontakt und wenn die Person sich dann bei dir meldet oder du sich dann bei der meldest, dann ist es so, du bist schon introduced worden von jemandem, ja, das kannst du im echten Leben natürlich auch machen, du kannst sagen so, ja, ich möchte jetzt, ähm, keine Ahnung, Designer werden und jetzt gucke ich immer im Netzwerk, wer kennt irgendwelche Designer, das ist wirklich so etwas, diese Accountability Partner sich finden oder sich seine eigene Mastergroup zu machen, ja, wenn du sagst zum Beispiel, ich möchte, Jetzt anfangen, einen Podcast zu starten. Oder ich möchte jetzt abnehmen. Oder ich möchte selbstbewusster werden. Dass du sagst, schäme dich nicht. Frage Leute, die du kennst. Kennst du vielleicht jemanden, mit dem ich reden könnte, der auch durch so eine Erfahrung gegangen ist. Kennst du vielleicht jemanden, mit dem ich reden könnte, der auch so etwas vorhat, der auch ein ähnliches Ziel hat? Ich will gerade so eine Community gründen, ich will so eine Gruppe gründen, ich möchte einfach einen Partner haben, mit dem ich da durchgehe. Worum, warum nicht? Wo ist das Problem? Einfach jemand, der dieselben Ziele hat wie du. Einfach jemand, der so ist wie du. Einfach jemand, der dasselbe erreichen will wie du, weil du die Leute in deinem Umfeld nicht kennst. Oder es ne, ist das, was passiert, wenn man zum Beispiel Mastermind-Gruppen äh, äh, joint oder wenn man in ein, in, in ein Club geht, in einen Verein geht, dann hat man ähnliche Leute um einen herum. Versuch so oft wie möglich in eine neue Welt reinzugehen und du weißt nie, wen du da treffen wirst. Ich habe zum Beispiel äh, vor zwei Wochen noch ähm, war ich in einem, ja, das war so eine Art, das ist so eine Art Coworking-Space-Slash Café. Ja, das heißt, du hast so verschiedene Tische, viele Leute machen Meetings da, viele Leute gehen dahin, um zu arbeiten einfach und es ist so, so eine moderne äh, Designer-Style-Restaurant slash Coworking-Space. Und ähm, da saß ich und ähm, saß fast eine Stunde neben jemand. Ich war so in meiner Zone, hatte meine Kopfhörer auf und hat mich vorbereitet für ein Meeting, was ich dann direkt danach hatte, da, äh, direkt dann in der Nähe. Ich mache immer alle meine Meetings am selben Ort, am selben Tag. Und dann hatte ich äh, kurz die Kopfhörer auf und dann habe ich gehört, wie er am Telefon redet und hatte einen deutschen Akzent. Und dann habe ich ihn direkt angesprochen. Ich so, ah, bist du aus Deutschland? Und er meinte, ja, ich bin aus Deutschland und hier. Und dann sind wir ins Gespräch gekommen und dann haben wir auf einmal so voll viele Gemeinsamkeiten gehabt und. Da kamen voll viele Ideen zustande. Man so, ah, ich kenne da jemanden, den kann ich dir vorstellen, das wäre ganz gut. Der, der hat so eine große Firma und die brauchen einen Speaker. Und auf einmal hat sich Business Opportunity ergeben, die sich niemals ergeben hätte, hätte ich ihn nicht angesprochen. Ich hätte sagen können, so, ja, wenn ich ihn jetzt frage, ob, ob er aus Deutschland ist, dann denkt er vielleicht so, ah, weil er einen Akzent hat, habe ich es gemerkt. Dann denkt er sich, das ist frech oder das ist nicht unhöflich. Diese ganzen Gedanken, diese ganzen, das sind alles introvertierte Ängste, unterbewusste, limitierte Glaubenssätze. Das ist nicht die Realität, ja. Versuche das zu überwinden, indem du es immer wieder und wieder und wieder tust. Ich hatte gesagt, ich hatte so eine Übung, als ich introvertierter war, dass ich gesagt habe: So, okay, ich habe das mal gelesen in einem Buch, gehe jeden Tag auf zehn wildfremde Menschen zu und starte ein Gespräch. Das ist eine Übung, die mir so viel gebracht hat, einfach nur, weil ich gemerkt habe, dass diese Ängste, die ich hatte in meinem Kopf, nicht real sind. Und Leute sich nicht so verhalten, wie ich glaube, dass sie sich verhalten, wenn ich es tue. Und oft bleiben wir aber in unserem Kopf. Wir sitzen in der Bahn, wir sitzen im Bus, wir sind in der Stadt, wir gucken keine Menschen an, wir reden keine Menschen an, außer sie kommen auf uns zu. Und manchmal entsteht ein Gespräch, was sehr interessant ist. Und sagen so, oh wow, das ist echt eine coole Person. Also, aber wir sind nicht diejenigen, die das initiieren, wenn wir introvertiert sind. Es gibt viele Leute, die es nicht sind, aber die, die introvertiert sind. Und es gibt Menschen, die haben nicht ein Problem, auf Menschen zuzugehen, aber sie denken einfach nicht darüber nach, dass in ihrer eigenen Stadt, in ihrem eigenen Land es so viele Orte gibt, so viele Menschen gibt, so viele Plattformen gibt, so viele Situationen gibt, an denen sie vorbeigehen und sie bleiben immer in ihrem Kreis mit denselben Leuten und das ist das was es mir am meisten gebracht hat dass auf einmal neue Perspektiven kamen auf einmal habe ich gemerkt so ey das ist einfach mit Menschen chillst die älter sind oder aus einer anderen Kultur sind oder einen ganz anderen Beruf haben oder ne, dass das natürlich kann man immer durch Freunde an andere Freunde geraten aber warum sollte man immer darauf warten dass es auf einen zukommt dass die Situation auf einen zukommt du kannst die Situation kreieren du kannst der Initiator sein du kannst und, und, und du kannst es dir so vornehmen, sogar wie ein Spiel, dass du sagst: Okay, ich muss mindestens einmal die Woche, oder nicht einmal die Woche, das ist zu wenig, jede Woche, wenn ich es zusammenzähle, mindestens fünf wildfremde Menschen angesprochen haben. Fünf. Es ist ja nicht viel. Zehn pro Tag. Aber zehn pro Tag ist eigentlich die Übung. Du kannst es sagen: Machst zehn pro Tag, dass du Menschen ansprichst. Aber du sagst mindestens fünf pro Woche. Mindestens fünf pro Woche. Am Ende der Woche, guck dir an, habe ich fünf fremde Menschen angesprochen, habe ich diese Situation kreiert, egal wo es war. Egal wo es war. Es geht nicht darum, dass du erfolgreich äh, eine Connection gemacht hast. Es geht einfach nur darum, dass du es gemacht hast. Und dann wirst du einfach merken, dass nach zehn Wochen zum Beispiel hast du 50 Leute angesprochen. Du kannst die Übung etwas erschweren oder einfacher machen. Eigentlich macht es sie einfacher, wenn du es jeden Tag machst, ein paar Mal, weil dann wird es eine Gewohnheit. Ja, das ist, wenn du sagst, du machst es jeden Tag äh, drei, vier Mal, ja, dann, dann hast du sehr viele Versuche pro Woche. Und dann wird deine Statistik nach oben gehen und du wirst merken, so, ey, wie oft ist etwas Positives entstanden? Wie oft ist wirklich etwas Negatives entstanden, wo ich wirklich Angst vor hatte und es hat sich wirklich verwirklicht? Es passiert nicht so oft, wie man denkt. Und oft ist auch so, dieses, sagen wir, du sagst jemandem Hallo und diese Person geht an dir einfach vorbei. Das sehen wir oft als etwas Negatives. Aber das ist unsere Bewertung der Situation. Vielleicht hatte die Person es eilig. Vielleicht hatte die Person gerade einen Streit mit, ihrer, mit ihrem Partner. Vielleicht hatte diese, na, wir, wir denken aber, dass diese Person uns gesehen hat, mitbekommen hat, dass wir eine Connection machen wollen und uns absichtlich äh, äh, ignoriert hat. Und das sehen wir als negative Erfahrung an. Das ist aber wieder eine Bewertung von uns selbst, dass es negativ ist. Das heißt, lass es zu, in, diesen Situation, in diese Situation zu gehen, wieder und wieder, wenn du das trainieren willst, wenn, wenn, wenn du sehen willst, was passiert. Ich habe für mich komplett geswitcht von introvertiert zu extrovertiert. Was heißt extrovertiert? Ich, 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 ich äh, sehe mich nicht als extrovertiert, aber ich habe diese Limitierungen nicht mehr, die eine introvertierte Person hat. Manchmal habe ich sie. Manchmal gibt es wieder dieses Gefühl, was bei mir aufkommt, wo ich denke: so, Ah, ich habe jetzt kein, keine Lust, jetzt irgendwie äh, diese Person anzusprechen. Oder ah, das könnte sein, dass dies und dies ist. dies. Und ich weiß, dass diese Stimme kommt. Das Wichtigste ist, du musst nicht auf diese Stimme hören. Diese Stimme kommt und sie ist da. Wenn du glaubst, diese Stimme wird irgendwann komplett weg sein, dann setzt du dich selbst, kreierst du selbst ein, ein unmögliches Szenario für dich und sagst, so, diese Stimme muss komplett weg sein, damit ich etwas tue. Nein, die Stimme ist da und du machst es trotzdem. Die Stimme sagt dir, ich bin müde und du gehst trotzdem ins Gym und fängst an zu trainieren. Und auf einmal merkst du, du warst doch nicht müde, du hattest doch Bock, das zu machen. Aber du machst es und während du dich bewegst, so verschwindet diese Stimme. Du sagst dieser Stimme, du bist irrelevant. Es ist wie wenn jemand kommt und dir sagt, du schaffst das nicht, also, du machst es einfach trotzdem. So, und, und das ist halt das Ding, dass du dann dir beweist, mehr und mehr und mehr und mehr beweist, dass, oh wow, es bringt so viel Positives. Und schreib dir dieses Positive auf. Merk dir dieses Positive, weil es wird eine Checkliste sein für deine Zukunft. Weil jetzt, wenn du diese Limitierungen hast, erinnerst du dich unterbewusst an die negativen Momente, wo du abgelehnt wurdest, wo Leute nicht mit dir reden wollen. Also kreiere diese positiven Beispiele. Und halte sie fest, erinnere dich daran. Ah, wow, das ist entstanden, weil ich jemanden angesprochen habe. Wow, guck mal, dadurch, dass ich diese Person angesprochen habe, hat diese Person mir jetzt der Person. Nein, es oft, es ist auch, auch so eine Kettenreaktion. Du lernst eine Person kennen, diese Person kennt jemand anders und diese Person kennt jemand anders. Je mehr Menschen du kennst, desto mehr Situationen entstehen in deinem Leben. Desto mehr Informationen kannst du haben. Desto mehr Zugang zu verschiedenen Sachen hast du. Das ist natürlich so, wenn man jetzt opportunistisch ist, kann man sagen, so, ja, das ist, das, das, das ist ein Vorteil für mich. Aber es gibt so viele verborgene Schätze in den Herzen von anderen Menschen. Und es gibt so viele Verbindungen, Verknüpfungen mit anderen Menschen, deren Leben verschönern könnten, Momente schön machen können. Und es ähm, ist auch nicht so, dass man jetzt sagt: So, ja, wenn ich eine Frau bin, ist es jetzt schwieriger. Spreche ich spreche einfach andere Frauen an. Meine Frau macht das andauernd. Ja, sie, sie, geht, sie, sie trifft sich mit so vielen Leuten. Ich meine, sie wird auch oft angeschrieben online und ne, da sagt sie, es kommen sehr viele Leute nach Dubai neu. Das ist halt so das Besondere an dieser Stadt, dass sehr viele Leute nach hier ziehen. Ähm, viel mehr als in anderen Städten auf dieser Welt. Es also, ist, ist, ist eigentlich unfassbar, aber Dubai boomt. Ja, es ist eine Touristenstadt, das heißt erstmal kommen sehr viele Touristen nach hier und dann ziehen auch viele Leute nach hier. Und ich bekomme sehr viele Anfragen von Leuten, die mir sagen so, ey, ich bin in Dubai, können wir uns kurz treffen und so weiter. Ich kann nicht immer und ich sage, ich, ich kann mich nicht einfach mit jedem treffen, der mich anschreibt. Aber... Wenn ich merke, so ah okay, es könnte interessant sein. Die und die Person an dem Tag habe ich Zeit. Warum nicht? Mich hat zum Beispiel vor kurzem einer angeschrieben. Der kommt aus Aachen und äh, ist nach Dubai gezogen mit seiner Frau. Ich so ey, ich komme aus Aachen, bin nach Dubai gezogen und äh, da haben wir schon mal was gemeinsam. Deswegen so etwas supporte ich. und habe gesagt ey, lass uns treffen, gar kein Problem. Wir haben uns noch nicht getroffen, weil ich keine Zeit hatte, aber ich werde mich mit dieser Person treffen so und wer weiß, vielleicht wird es interessant, vielleicht wird es nicht interessant. Das ist egal. Aber das ist halt wirklich diese wenn du eine Frau bist, treff dich mit anderen Frauen. Du musst nicht sagen, so ja, wenn ich eine Frau bin, ist es jetzt komisch, dass ich fremde Leute anschreibe und so. Du musst ja nicht Männer anschreiben ja, und sagen, so ja, lass uns treffen. okay. Ich habe jetzt auch nicht die ganze Zeit Frauen angeschrieben und gesagt, ja, ich möchte mich mal mit dir treffen. Das, na, das, 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 das kann man dann missverstehen. Du ja, schreib einfach ganz normal. Ich habe auch Frauen angeschrieben, aber ich habe im größten Teil Männer angeschrieben. Ich gesagt habe: so, ey, ich bin in der Stadt, lass mal auf einen Kaffee trinken, so, ja, dann kommt das halt nicht so komisch. Außer du hast einen Freund, der, der dich introduziert und der sagt, so, ey, ich habe einen sehr guten Freund und äh, trefft euch mal. Also lasst es nicht limitieren, dass es nur ist, wenn du ins Ausland fliegst oder in eine neue, in ein neues Land fliegst, denn du hast in deiner Stadt, da wo du bist, in deinem Land, sehr viele kleine Welten und es könnte sich wie eine Reise anfühlen in ein neues Land, wenn du das sogar in deiner Stadt machst. Und wenn du im, in, im Zug oder in der Metro oder im Bus oder auf der Straße wildfremde Menschen ansprichst, die du nicht kennst und die vielleicht komplett anderen Stil haben als du oder ganz anders leben wie du oder in eine andere Altersgruppe sind wie du und keine kein Connection hast durch deine Familie, durch deine Freunde zu diesen Menschen, du wirst dich wundern, was das manchmal ähm, kreieren kann ja das ist die Message des Tages, war inspiriert jetzt von dieser, von dieser Message, die ich bekommen habe. Vielen Dank nochmal an Maximilian für, diese, für dieses Feedback. Es freut mich auch sehr immer zu hören und zu lesen, was genau. Also ne, manche Leute schreiben mir so, ey richtig cooler Podcast, danke. Aber ich finde es immer richtig cool, wenn man mir sagt so konkret, was einem gefallen hat. Manche Leute haben gesagt, ey die Episode hat mir so viel gebracht, die habe ich ein zwei drei Mal gehört. In der Episode hatte ich dieses Aha-Moment. Und das hilft mir natürlich zu sehen, ah okay, wenn ich Stories erzähle, kommt es gut an. Wenn ich die Beispiele bringe, wenn ich das sage, dann kommt das gut an. Denn ähm, ich habe auch erst diesen Podcast vor einem halben Jahr gestartet. Das ist etwas Neues für mich. Und ähm, ich liebe es, ich liebe es, diese Podcast-Folgen aufzunehmen. Und ähm, ja, ich bekomme sehr viel Feedback. Das heißt, anscheinend liebt ihr den Podcast auch und das freut mich sehr. Und dieses Feedback hilft mir einfach, noch einen besseren Podcast für dich zu kreieren. Also vielen Dank für dieses Feedback. Und wenn du irgendwelches Feedback hast, Bitte her damit. Schreib mich an auf Facebook, auf Instagram, am besten auf Facebook oder per E-Mail, dann sehe ich das immer. Und ruhig detailliert, ich lese mir immer alles durch. Alles klar, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Und wenn du eine Person siehst in der Bahn, im Bus, wenn du irgendwo in einem Café sitzt und du fragst dich, soll ich diese Person ansprechen oder nicht, und du hast diesen Zweifel, zweifel nicht. Mach es einfach und mach es einfach. Ich hoffe, die Episode hat dir gefallen. Wenn du Fragen oder Anregungen hast, bitte schreib mir eine E-Mail oder schreibe mir auf Facebook. Ich habe übrigens eine geschlossene Facebook-Gruppe für diesen Podcast gegründet, wo ich Audios, Videos, Livestreams teile, eure Fragen beantworte zu den Themen im Podcast und wir uns untereinander supporten und pushen können. Um sie zu finden, gebe einfach Mach es einfach und Mach es einfach bei Facebook ein. Und wenn dir der Podcast geholfen hat oder dir gefällt, hinterlass mir bitte eine Bewertung auf iTunes. Somit kann der Podcast mehr Menschen erreichen und wachsen. Vielen Dank, dass du heute dabei warst und vergesse niemals, ein Schüler des Lebens zu sein. Egal, wo du gerade stehst im Leben und was heute auf dich noch zukommt, vergesse niemals, es gibt keine Probleme, nur Gelegenheiten. Gelegenheiten zu lernen und zu wachsen. Du hast die Macht, aber nur wenn du machst. Also mach es einfach und mach es einfach.